Keine Wochenshow-Tipps am Montag nach dem dritten Advent. Ja. Unsere vorletzte Sendung in diesem Jahr, also von den Keine Wochenshow-Tipps. Ja. Und was hast du denn heute? Metal! Ja, ich habe Schlager. Ja. Ich habe Schlager. Ach, und zwar, Schlager? Ja. Und zwar die Biografie von Mary Rose. Von meiner Freundin Mary Rose. Herz allerliebst. Ja. Mensch. Heißt Aufrecht gehen, mein liederliches Leben, liederlich mit IE. Uiuiui. Wortspiel. Eingeschädelt, ne? Ja, Wortspiel. Ja, also von Mary Rose geschrieben, aufgezeichnet von P. Werner. Also Mary hat es ihr wahrscheinlich alles erzählt und P. Werner hat es dann in ein Buch gegossen. P. Werner, ist das nicht auch eine Musikerin? Ja. Ja. Ist eine Sängerin. Ja. Ja. Also die schreibt auch Musik und ja. Ja, jedenfalls. Man muss ja sagen, also Mary Rose, wenn man sagt, die gab es schon immer, ist es eigentlich, also die ist ja wirklich seit den 50er Jahren aktiv. Die ist, also wenn ich das hier richtig irgendwo gelesen habe, ist sie 1949 geboren und ist ja 1949 in Bingen geboren und 1958 nahm die schon ihre erste Single auf. Also sie steht auf den Bühnen, da war die noch nicht mal 10 Jahre alt. Guck die Conny Fröbis an. Ja. Die war genauso. Als Pimpf schon hier. Aber die ist ja nicht mehr so aktiv, glaube ich. Die macht nur noch Schauspielerin. Wenn, dann ist sie nur als Schauspielerin unterwegs. Beugt dich nicht so, dann bist du mich nicht mehr im Bild. Ach, Mann. Ja. Ach, Mensch. Ja, also, Mary Rose erzählt in ihrem Buch aus ihrem wirklich erstaunlichen Leben. Sie erzählt davon, wie sie halt, sie kommt aus einem Elternhaus, das irgendwie ein Hotel hatte da am Rhein. Und da hatte sie dann halt schon immer so ein bisschen Auftritt. Und da wurde sie dann irgendwann entdeckt von irgendeinem Plattenheini. Und sie ist dann tatsächlich, da war sie, glaube ich, noch nicht mal in der Pubertät oder so, ist sie dann auf Touren unterwegs gewesen, also immer irgendwie im Bus dann von Ort zu Ort und ist dann schon losgetingelt. Ja, und es gibt dann viele Stationen, über die sie hier berichtet. Also sie erzählt dann über ihre erste Teilnahme am Eurovision Song Contest, der damals ja noch mehr oder weniger Grand Prix Eurovision, zumindest in Deutschland hieß. De la Chanson. Ja. Und auch die Geschichte, wie sie zum zweiten Mal beim ESC teilgenommen hat und am Tag ihres Auftritts erfahren hat, dass ihr Mann Gottlieb Wendehals sie wohl mit anderen Frauen beschissen hat. Und sie trat dann tatsächlich ja bei dem ESC mit dem Song Aufrecht gehen auf, der quasi ja genau davon handelt. So ähnlich jedenfalls. Also ist eigentlich ein krasser Auftritt und sie erzählt halt davon, wie das so war und wie sie das durchgestanden hat. Ach, das war ihr Mann? Musst du nicht. Sie war mit Gottlieb Wendehals verheiratet und auch ihr Sohn, den sie hat, der irgendwie jetzt ja auch schon weit, weiß ich nicht, schon weit erwachsen ist, der ist auch von Gottlieb Wendehals. Ja. Ach, guck an. Ja. Ich zeig, was die lernt. Genau. Sie erzählt dann von, sie macht ja inzwischen, ist ja nicht mehr sängerisch aktiv, sie ist ja jetzt auf der Bühne mit ich habe seinen Namen vergessen, mit diesem Kabarettisten, Wolfgang Trepper und nimmt sich da quasi selbst mit ihm auf den Arm. Man hätte sich doch mal vorbereiten sollen. Steht hier nicht, naja. Ja. Jedenfalls, wo ich mit meiner Mutter war, haben wir dieses Programm angeguckt. Das ist ein sehr, sehr lustiges Programm, auch davon erzählt sie. Und sie erzählt auch von ihrer Teilnahme bei Sing Mein Song, wo sie ja, glaube ich, vor 5 Jahren auch teilgenommen hat in Südamerika, in Südafrika. Und wie sie, also erst wollte sie das gar nicht und dann fand es aber doch ganz toll. Und ich finde manchmal, es ist so ein bisschen flapsig erzählt. Manchmal schweift sie auch merkwürdig ab, so in dem, was sie erzählen wollte. Es gibt so ein paar Kapitel, die ich sehr oberflächlich finde. Aber andere Geschichten, wie halt diese ESC-Geschichte oder die Sing Mein Song-Geschichte, die sind sehr, sehr interessant und auch teilweise sehr rührend. Also es ist sehr, sehr lustig und man merkt, wenn man das so liest, es ist, als ob Mary Rose es einem erzählt. Also es ist schon ganz, ganz gut gemacht. Also Aufrecht gehen, mein liederliches Leben von Mary Rose im Rowohlt Verlag. Jetzt kommt die Breitseite.
Fateful Finality. Mit Emperor of the Week. Eine relativ junge deutsche Band aus dem baden-württembergischen Raum präsentiert hier Metal im 21. Jahrhundert. Also Thrash Metal ist hier wirklich angekommen. Die Band gibt es seit 2007, sind alte Schulfreunde schon gewesen, Kindergartenfreunde schon, die machen mal zusammen Musik und haben dann gedacht, wir machen eine Band. Haben dann bei Wacken Metal Battle Germany dran teilgenommen und das Ding 2000. Metal Battle? Ja. Metal Battle, das ist aber schön. Teilgenommen 2012 und gewonnen. Mittlerweile haben sie hier, wie gesagt, ihr drittes Album mit draußen. 11 Tracks drauf. Und das Ding ist durch die Bank weg. Großartig. Weil die haben nämlich halt cool gemacht. Die haben nicht nur Sänger, Bassist, Schlagzeug, Gitarrist, sondern die haben zwei Sänger und die sich da gegenseitig die Strophen zuwerfen. Und also sehr Thrash-Metal-lastig, aber auch wieder sehr cool gemacht. Also kann man irgendwie nicht, also es war eine Art neue, es gibt ja sonst immer diesen Duettgesang mit Mann, Frau, aber dass da zwei Männer miteinander sehr, sehr gut harmonieren miteinander, hört sich richtig toll an, da ziehen sie wirklich durch voll, wirklich 11 Tracks und voll die Breitseite an Metal-Riffs. Und für mich ist der Titeltrack am Anfang, Emperor of the Week, ist schon großartig. Aber mein Highlight ist The Man He Was. Das ist der 10. Track. Der ist ein bisschen mystisch am Anfang, ein bisschen klarer, ein bisschen leiser und steigert sich durch eine Dampfwalze. The Boom. Man He Was, das klingt fast wie so ein Harry Styles Titel. Ja, kannst du ja mal... The Man He Was. Ja, wenn du dir dann zu den mal jetzt die Videos mal anguckst, ist es ein bisschen anders und ein bisschen brutaler. Aber ich finde es großartig. Fateful Finality, Emperor of the Week, großartiges Album. Ja, Sie können jetzt entscheiden, Schlager, herrlicher Schlager oder also Thrash Metal. Dings Metal, ja. Ja, das war's für heute. Mittwoch gibt's was ganz Leckeres, Gesundes zu trinken. Ja, Bier. Freitag wieder diese kleine rotzige Show. Und am nächsten Montag dann die letzte keine Wochenshow Tipps Sendung in diesem Jahr. Und ja, da gibt es dann natürlich Weihnachtliches von uns. Ja, gibt's. Ja. In diesem Sinne, bis dann. Bis dann.